Über die Ausbreitung des Wolfes in Bayern sorgen sich viele Bauern. Zur Sprache kommen wirksame Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel der Wolf-Abwehrzaun. Damit die volle Wirksamkeit von Elektrozäunen gewährleistet ist, müsst ihr den Bewuchs aller Art unter und an langen Umzäunungen regelmäßig entfernen. Mit handelsüblichen Motorsensen ist das oft ungünstig. Es bedeutet auch einen großen Zeitaufwand, insbesondere bei dem sogenannten Wolfabwehrzaun, dessen unterster Draht 20 cm über dem Boden verläuft. Entscheidend ist, dass das Gerät mindestens 30 cm neben dem Zaun nochmal drunter kommt. Dass ich das hier so wie. Und ich habe selber 8 Kälber in einem Jahr verloren. Für mich ist ganz wichtig, 20 cm lieber noch drunter, wenn es geht. Das ist wie bei den Hunde, wenn der an den Ohren Strom spürt, dann geht er nicht durch. Die Stirnhülle schiebt er durch und wenn er dann am Ohr einen Strom kriegt, geht er zurück. Für uns gab es eine exklusive Praxisvorführung von Geräten, die unter dem Wolfszaun das Grünmaterial mähen bzw. mulchen konnten. 3 Geräte stellen wir euch vor. Den Mäherzaunkönig entwickelte Firma Keilmann selbst. Er ist in der Lage, sehr effektiv den Halmbewuchs bis 25 cm Höhe unter Zäunen und am Pfähle unterschiedlichster Dicke herum nonstop freizumähen. Die genauen Details zum Zaunkönig gibt es unter diesem Link, der auch in der Beschreibung zu finden ist. Unser erster Eindruck: Der Zaunkönig zeigte ein sehr gutes Arbeitsergebnis. Auch Sträucher wie Schlehen werden vollständig entfernt. Durch den patentierten Mähstern ist ein Anhalten zum Freimähen vom Pfählen nicht notwendig. Das automatische Federsystem des Auslegers lässt den DR-Mauer-Anbautrimmer bei Druck gegen den Protektor zurückweichen und kehrt automatisch in die Ausgangslage zurück, sodass schwer zugängliche Bereiche nicht unbeschnitten bleiben. Die genauen Details zum DR-Mauer findet ihr unter dem Link. Unser erster Eindruck: Der federbelastete Mäharm lässt den Trimmerkopf automatisch um Zaunpfosten ausweichen. Das höhenverstellbare Rad hält den Trimmerkopf immer in einem konstanten Abstand zum Boden. Aber konstruktionsbedingt können die Mähfäden verholzte Sträucher nicht wirksam beseitigen. Der Zaunmäher von Firma Kelfri kann sowohl im Front- als auch Heckanbau angebaut werden, speziell zum Mähen unter Zäunen. Die Seitenverschiebung sowie zurückfedernde Schneidteller sollen für effektives Mähen unter Zäunen sorgen. Alle Infos zum 35 HKK-Mauer findest du im Link. Unser erster Eindruck: Der Kelfri Zaunmäher wurde als Heckversion vorgeführt. Eine Frontversion wäre zur besseren Übersicht auf das Arbeitsgerät sicherlich sinnvoller. Der federbelastete Mäharm funktioniert und man kann automatisch zum Zaunpfosten ausmähen. Am Tellerrand sollte eine Seilklemmvorrichtung besser abgedeckt werden. Hier kann sich der Zaundraht verheddern.